26. August 2018. Besorgte Bürger und rechte bis rechtsextreme Gruppen demonstrieren am Karl-Marx-Monument. Ich weiß, wie Integration funktioniert. Ganz kurz. Die Einheimischen richten sich nicht nach den Fremden. Die Fremden haben sich gefälligst nach den Einheimischen zu richten. Habt ihr das alle gehört? Taher ist Syrer und richtet sich nach den Einheimischen. Vor 3 Jahren ist er nach Chemnitz gekommen. Er will studieren. Als ich die Sprache gelernt habe, weil ich die Sprache allein gelernt habe, ohne Schule, ich besuchte keinen Kurs, ich hatte die Chance nicht wegen der Bürokratie und Aufenthalt und so weiter. Und ich wollte nicht warten. Ich habe selber angefangen im Internet und auf der Straße. Jeder von meiner Familie ist allein hierher gekommen. Wir haben uns hier getroffen. Mein Vater und meine Geschwister sind 2015 gekommen, Flüchtlingskrise, als die Grenze offen waren. Zum Beispiel, ich brauchte 8 Monate. Mein Vater brauchte 8 Tage von Aleppo bis Deutschland. Julian hatte keinen so langen Weg nach Chemnitz. Er kommt aus dem Umland. Der Politikwissenschaftler musste die Ausschreitungen in seiner Heimatstadt hautnah miterleben. Die Menschenmassen standen hier alles voll bis hinter auf der anderen Straßenseite. Also richtige Kampfsportgruppen teilweise, die mit ihrem Mercedes, Kennzeichen Berlin, Baden-Württemberg. Die Gegendemo war in dem Park dort drüben, dort wo jetzt gerade die Busse davor sind. Und ich stand sozusagen dort oben auf dieser Promenade da oben, wo die Presse war. Bis zum heutigen Tag finden jeden Freitag rechte Pro-Chemnitz-Demonstrationen statt. Aber sie dezimiert sich immer mehr. Also vor 2 Wochen waren es noch über 1000. Letzten Freitag waren es nur noch 700. Also es ist wahrscheinlich wie die ganzen Pegida-Demonstrationen, es schwächt jetzt ab. Ein paar Straßenzüge weiter an der Zentralhaltestelle, der Zenti. Nach offiziellen Angaben leben knapp 5000 Flüchtlinge in Chemnitz. Davon kommt fast die Hälfte aus Syrien. Man hat am Anfang mitbekommen, gerade durch, als viele Geflüchtete gekommen sind, dass die Stadt insgesamt bunter wird. Also Chemnitz, fand ich vorher, war sehr homogen von der Bevölkerungsstruktur her. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Fand ich auch, wie ich es wahrgenommen habe, positiv durchaus. Ja, in letzter Zeit, also wie gesagt, die letzten 2 Monate, die waren natürlich für uns alle irgendwie ein bisschen schockierend. Jeder Vierte an der Uni hier kommt aus dem Ausland. Warum dann ausgerechnet Chemnitz? Ich finde durchaus, dass Alltagsrassismus auf jeden Fall besteht. Also wenn man schon allein durch die Innenstadt geht und mal zufällig irgendwelche Gespräche hört, ist deutlich Rassismus rauszuhören. Wenn auch vielleicht nicht den Leuten unbedingt bewusst, aber es gibt auch definitiv auch aggressiven Rassismus von rechten Strukturen. Julian hat noch eine andere Erklärung. Insofern ist das ein großer Unterschied zur BRD, weil wenn man Nazi war oder auch Punk etc., dass eine Protesthaltung war gegen die SED-Partei, gegen den Staat DDR. Und das Problem ist dann einfach, was nach der Wende passiert ist, dass diese Menschen trotzdem nicht mehr aufgefangen wurden. In der Folge der Demo soll es auch zu Jagden auf Ausländer gekommen sein. Was hat dieser Tag mit den Flüchtlingen gemacht, die hier leben? Hussein und Eyad sind ebenfalls aus Syrien geflüchtet. Beide studieren an der TU und verbringen in der Freizeit viel Zeit im Fitnessstudio. Sie haben ihren normalen deutschen Alltag entwickelt, fühlen sich eigentlich gut integriert in Chemnitz. Doch dann kam der Sommer. Ich bin ein Ausländer und wenn ich einen Deutsch sehe und der starre auf mich in eine komisch zum Beispiel, ja, du bist nicht Deutscher, wir möchten hier keine Ausländer. So, ich habe keinen Mut, dorthin zu gehen und mit ihm zu sprechen. Man sagt bei uns, die Augen sind verändert. Die Augen von den Menschen sind verändert. Im Fitnessclub sind sie eher unter sich. Dabei würden sie sich mehr echte Begegnungen mit Einheimischen wünschen. Ja, Interview ist jeder besten Chance. Eine Freundin hat mir gesagt, ja, mach bitte dieses Interview nicht. Ich habe gefragt, wieso denn? Ja, sie hat gesagt, ja, weil viele Menschen in Chemnitz sehen diese Interview und sagen, ja, guck mal, diese ausländischen Menschen, die über uns reden. Taher auf dem Weg zu einem Künstlercafé.
Dort hat er gleich einen Auftritt, denn er malt nicht nur Bilder, er schreibt auch Gedichte. Auf Deutsch. Hallo. Hallo. Das Thema? Die Flucht, die Stimmung in der Stadt und der Mut, etwas zu verändern. Das Können. Jetzt hier, in dieser meiner letzten Flucht, frage ich mich nicht, warum, sondern spreche ich vor mir selbst, ich kann. Es gibt eine Kneipe in der Nähe von meiner Wohnung und ist vor Rechten, wenn ich das nicht Nazis nenne, weil ich mag dieses Wort nicht. Fast jeden Tag, wenn ich nach Hause gehe oder wenn ich von zu Hause rausgehe, treffe ich die Leute, dieselben Leute sitzen da und wir gucken einander immer. Kann man diesen Graben überwinden? Wenn ich mich traue, werde ich in die Kneipe reinkommen, um ein Bier zu trinken. Vielleicht führe ich Diskussionen mit den Leuten, egal was das Ergebnis, aber das musste sein, weil die beiden Seiten stehen gegeneinander. Aber keiner will den ersten Schritt machen. Und von mir aus als Künstler will ich diesen Schritt machen. Die Chemnitzer haben an diesem Tag im August und seinen Folgen noch zu knabbern und sind dabei, neue Wege zu gehen. Wir sind eins. ARD.